drei Dinge würdigen den weltbekannten Boxtrainer Hans-Ulrich Uli Wegner jetzt in Gera. Zur Ehrenbürgerschaft in der Ostthüringer Stadt kamen 2018 eine Ausstellung im Stadtmuseum über den Lebensweg des einst maritimen Jungen und nun die Namensweihe des im vorigen Jahr eröffneten neuen Domizils für die Faustkämpfer vom Boxclub BC Wismut Gera. Seit dem 16. Mai sind die ehemaligen aufwendig sanierten Schulsporthallen neben dem neuen Beachvolleyballareal im Plattenbaugebiet Lusan als Sportzentrum Uli Wegner ausgeschildert. Vorausgegangen war dazu ein Beschluss des Stadtrats. Im September 2017 hatte der Stadtrat auf meinen Vorschlag hin beschlossen, den beiden Sporthallen hier in der Zöllnroder Straße den Namen Sportzentrum Uli Wegner zu verleihen. Im Vorfeld hatte man angesichts reichlicher ehemaliger Boxprominenz dafür wohl abzuwägen zwischen besonderem Lokalkolorit und weltmännischer Außenwirkung. Die entscheidenden Punkte machten die Weltsicht und die immer wieder offenbarte Vorliebe des charismatischen Kempen zu einer prägenden Station seiner Laufbahnen. Der Uli mit 2L kam 1964 nach Gera. Erinnerungen seiner einzigen Wegbegleiter und Sportfreunde. Erfurt hatte mich geborgt gehabt, da bin ich mit Erfurt nach Budapest gefahren, da haben wir geboxt und da wollte mich Erfurt abwerben, aber ich war der alte Gärer und da habe ich Uli erzählt, wie schön ich verdiene und was. Und da ist er mit nach Gera gefahren. Der Uli, wo wir zurückgefahren sind, ist an Gera ausgestiegen, hat bei mir in der Nacht geschlafen und ist an den Tag mit mir zum Training gegangen. Ja, und da hat der Trainer mit ihm gesprochen und so. Das hat Uli gefallen und das ist Uli nach Gera gezogen. Da habe ich natürlich am Anfang sehr unterstützt, habe Holz geholt, hat eine Wohnung gehabt und habe halt, wie man es, wenn man neu ist, braucht man eine kleine, Stütze, wo man kann sagen, da hilft einem. Ne? Das ist das, wo er sich immer noch für den Zusammenhalt unter den Boxern bedankt. Der Uli, der ist also ein feiner Kerl, kann man nicht sagen. Also, ich habe mit ihm auch gut verstanden, aber immer fair und ehrlich und wir haben viel zusammen gemacht, Uli und ich. Ich gehöre zu denen, die mit Uli Wegner das Boxen begonnen haben und zwar in Kühlungsborn, ASK Rostock 1960. 1963 waren wir entlassen und dann sind wir nach Erfurt gegangen, beide gemeinsam und von Erfurt sind wir mal nach Ungarn gefahren und da war Günter Malik mit dabei. Und Günter Malik hat erzählt, wie schön das hier in Gera ist. Und da hat Uli gesagt, da gehe ich hin. Und das hat er auch wahrgemacht. Und ein halbes Jahr später, das war 1964, und 1966 bin ich dann hinterher. Dann hat er mich geholt und wir sind gemeinsam in Gera dann groß geworden, haben Mannschaftsmeister gemacht und Uli war Mannschaftskapitän und ist dann Trainer geworden in Gera und gemeinsam haben wir dann noch das Studium in Bad Blankenburg gemacht. Ja, und ich kann sagen, wir haben vieles gemeinsam gemacht, bis er dann nach Berlin ist. Ja, er kann wirklich sehr gut motivieren, kann vieles herausholen als jeden einzelnen Kämpfer. Gera war der Ort seines größten eigenen Erfolgs als Boxer. Für den mehrfachen Bezirksmeister war das der DDR-Mannschaftsmeistertitel von 1970, in Jahren einer Berliner Siegesserie. Hier holte ihn sein Trainer Hans Spazierer aus dem Ring und als Helfer sogleich wieder ans Seil geführt. Und 1973 schaffte Wegner diesen Coup mit dem Titelgewinn der Mannschaft als Trainer nochmals. Dann folgte eine Periode Schweriner Dominanz. Die Gera-Fans und Sportfreunde haben das bei allen nachfolgenden Triumphen der Fanghänel, Förster, Kaden, Loch, Richter oder Bayer und nie vergessen. So trug ihm der Nachfolgeverein in der Wismut-Tradition, der heutige BC Wismut Gera, folgerichtig auch die Ehrenmitgliedschaft an. Die jungen Boxer und Talente wollten dem Star gern zeigen, was sie schon so drauf haben. Inzwischen klettern hier auch Mädchen und junge Frauen als Kämpfer und Übungsleiter in den Ring. Uli Wegner nahm sich Zeit für seine Sportfreunde,
oder auch manches Foto. Dabei ist Uli Wegner freilich nicht nur den Älteren besonders in Erinnerung. 2002 war ich selber 10 Tage lang im Profi-Camp Köln damals noch, jetzt ist er Berlin. Konnte 10 Tage lang mit Herrn Wegner trainieren, von früh bis abends, und es war eine absolut geile Erfahrung, ist ein absoluter Top-Trainer. Inwiefern ist er ein harter Typ, oder? Nee, er geht auf den Menschen ein, weiß quasi, wie du tickst. Ja, also wenn du Schwächen hast, die versucht er dir auch schön auszumerzen. Also irgendwie, das ist jetzt keiner, der drillt. Ne? Wenn du das brauchst, dann macht er das. Die Ausrüstung in der städtisch verwalteten Boxhalle wurde inzwischen weiter komplettiert. Bodenringe zum Beispiel vergrößern die Trainingsmöglichkeiten. Und am 13. Oktober, dem 2. Oktober Samstag in 2018, soll hier die noch vergleichsweise junge Tradition des Wismut-Pokals in Regie des BC Wismut Gera wieder aufgenommen werden. Das wäre dann Nummer 8. Dabei dürften gerade auch Thüringens Talente wieder ein Wettkampfpodium bekommen. Aber der Verein hat noch andere Spielwiesen für sich ausgemacht und will dafür ab dem Sommer neue Angebote schaffen. Okay, Fitnessboxen ist ja nun nichts Neues. Was es so auf dem Markt gibt, ist nur ganz einfach ein Stück weit neu, jetzt auch für einen Verein. Ab August soll es losgehen. Fitnessboxen spricht im Prinzip alle Personengruppen an. Jung, älter, männlich, weiblich. Also breite Palette, die das nützen können. Und natürlich auch eine Belebung des Vereins mit dazu. In Gera hat man bisher Fitnessboxen eher für die älteren Boxer, die schon sozusagen ihre Karriere hinter sich hatten. Andererseits weiß man, dass in den Fitnessstudios beispielsweise Abwandlungen davon ja auch modern sind. Was kann jetzt das Fitnessboxen bei einem Verein? Also grundsätzlicher Unterschied zu dem Fitnessboxen, Boxathletik oder ähnlichen Geschichten, wie es im Fitnessstudio angeboten wird, ist einfach hier die Basis. Die Basis ist eben dieser Sportkomplex, die Basis ist diese Boxhalle mit den ganzen Möglichkeiten. Und aus eigener Erfahrung auch heraus, in den Fitnessstudios ist es doch eher von den Möglichkeiten her bescheiden. Hier haben wir das komplette Equipment, wir haben Boxringe, wir haben Sandsäcke, also ist komplette Basis da, um denjenigen, die Boxen machen wollen, die ihre Fitness machen wollen, mit den Mitteln des Boxsports zu helfen oder die eben zu begeistern. Wie fit muss man sein, um sich zu trauen, zum Fitnessboxen zu gehen? Einfach nur die Lust und die Laune am Sport haben. Und auf welchem technischen Wege soll man sich melden? Ich meine, so eine Gruppe muss ja auch irgendwo in der Größe begrenzt bleiben. Ja, im Moment haben wir es erstmal so favorisiert, dass wir es über unsere Internetseite machen, vom BC Wismut Gera, und dort die Interessenten erstmal sammeln. Es gibt ja jetzt schon im Verein eine Gruppe, die aus Freizeitboxern besteht. Wir wollen es aber eben so weit ausdehnen, dass eben dass auch, wie gesagt, Frauen, jung gebliebene Erwachsene sagen, okay, das traue ich mir zu. Ich will ein bisschen was Thema Selbstverteidigung mit gepaart mit Fitness was erlernen. Also der Weg ist erstmal der klassische über hier den Verein vor Ort oder über unsere Internetseite. So ein Bodenring spielt auch eine erlebnisträchtige Rolle in der erst im Mai eröffneten Ausstellung des Stadtmuseums Gera, Ringfrei Uli Wegner, Boxer, Trainer, Ehrenbürger. Man soll also praktisch eintauchen können in die Welt des Hans-Ulrich Wegner, und sei es in einer speziell dafür produzierten Virtual Reality Show, in der einem das Geschehen im und am Ring nicht nur sehr nah vor Augen kommt, sondern auch der Sound um die Ohren fliegt. Gera erinnere ich mich sehr gerne, weil das ein großartiges Team war, was zusammengeschmeißt wurde durch Herrn Spazierer, der hier erstmal das Boxen richtig in Bewegung reingebracht hat. Und der, muss ich sagen, der hat den Dirigentenstab für meine spätere Laufbahn gegeben. Ja. Sie haben noch einige Trophäen mitgebracht. Welche von den Erinnerungsstücken sind Ihnen denn besonders lieb, dass Sie sie hier in der Ausstellung zeigen können? Da sind so viele Ereignisse auf mich eingestürzt. 2-mal Olympische Spiele, als Trainer teilgenommen. Ich weiß nicht, was ich rausstellen soll. Natürlich ist die Aussage als zum Ehrenbürger in Gera was ganz Besonderes für mich. Ja? Das kann man so einen Traum nur erhoffen.
Und dass es wahr geworden ist, ist was ganz Tolles. 2013 ist leider die bis dahin traditionelle Boxhalle in der Vollersdorfer Straße dem Hochwasser zum Opfer gefallen. Voriges Jahr im Mai gab es die Neueröffnung einer Boxhalle in Gera-Lusan. Seither schwirrt immer noch durch die Luft, sie sollte einen Ehrennamen tragen, möglicherweise den von Uli Wegner. Wie würden Sie dazu stehen? Na sicher, wenn ich gerufen war und ich kann damit helfen und dass die Boxsportler, dass ich da als Vorbild diene, ist doch toll. Und ich bin gern bereit, in vielen Fragen zu unterstützen. Ja? Da muss sich was bewegen und wir müssen die Jungs oder Mädels alle von der Straße holen, dass sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Da können sie ja Aggressionen abbauen. Da haben sie Zielstellung, das ist das Schöne. Wegner griff selbst tief in seinen persönlichen Fundus, um gerade in Gera solch eine Ausstellung zu ermöglichen. Er kam dafür zweimal aus Berlin zu öffentlichen Terminen ins Ostthüringische. Und zur Eröffnung hatte er viele Promis der Szene quasi im Schlepptau. Von namhaften Aktiven und Ehemaligen bis zum Boxpromoter, Wegbegleiter aus ganz Deutschland, von Amateuren bis Profis oder einfach Interessierte. Und es gab manche Überraschung am Rande. Na doll, hier kommt Kurt. Der sozial engagierte Frank Zander weilte zur Ausstellungseröffnung für Stündchen in Gera. Prinzip, wer ihm hilft, wie bei seinen von Promis servierten Essen für Obdachlose, dem hilft auch er. Für manchen erstaunlich, auch die harten Profi-Stars interessierten sich für Hans Spazierer, den Mentor ihres Trainers und damit für etwas von der Wismut-Geschichte. Bei jeder Gelegenheit betont der Wahlberliner Uli Wegner seine besondere Wertschätzung für Gera. Wer die Ausstellungseröffnung verpasst hat, wird sich vielleicht im Nachgang ein bisschen ärgern. Die Profis im Leistungssport sehen immer noch in ihm eine Mischung aus forderndem Diktator und fürsorglicher Vaterfigur. Diese Karriere soll noch 2018 ihren Abschluss haben, deutete der inzwischen 76-jährige Wegner an. Also erst recht Zeit, rundum einmal Danke zu sagen. Wen mehr interessiert als der Sportsmann, der kann in der Präsentation auch noch mehr Privatimes erfahren. Etwa zu Wegners Vorlieben wie für den Schauspieler John Wayne. Jeder Junge träumt doch von einem starken Mann, der sich erfolgreich durch das Leben zu schlagen versteht. Dass Uli Wegner selbst gern Fußballer geworden wäre, spielt da und dort eine Rolle und war wohl einer der Punkte, warum der sich mit Schlagerstar Andrea Berg und ihrem Ehemann so gut versteht. Mehr liest man dazu zum Beispiel in seiner nun nochmals erweiterten Autobiografie, deutete Wegner an. Und wie ist das nun mit den geteilten Meinungen zur Namensgebung für das Sportzentrum in Lusan? Hans Spazierer hätten wir gerne auch gehabt. Also der Uli, der hat ja einen Uli angelernt, der Hans Spazierer. Das war wirklich ein Trainer wie ein Vater. Wenn man im Ring war, kam er und der hat einen so am Kopf genommen und so. Also das war, der Hans Spazierer wäre genauso ein Mann gewesen wie der Uli, also für die Halle. Der Uli hat hier ein paar schöne Jahre gemacht und hat hier seine Grundschule als Trainer durchgezogen. Und ein Trainer, der hier so viel schon hinterlassen hat und dann noch weiter gefahren ist und jetzt ein Spitzentrainer im Profibereich ist, der kann dann auch mal seinen Namen hier für eine Halle dokumentieren. Also ich finde, das ist auf jeden Fall sehr verdient, weil Uli ist immer Gera noch verbunden und treu geblieben und hat natürlich auch hier damals einen Grundstein mitgelegt und die Kette zwar mal mit seinem Weggang nach Berlin etwas abreißen lassen, aber ansonsten Uli und Boxen Gera gehört zusammen. Sicher. Gera selbst verspricht sich zusätzliche Außenwirkung von der Verbindung mit dem prominenten Uli Wegner, gerade jetzt. Der scheidende Boxtrainer könnte aber durchaus auch nur als der eben boxsportverrückte Uli zu den jährlichen, quasi Klassentreffen der ehemaligen, wieder in der Stadt weilen. Drei Dinge braucht der Wegner in Gera. Das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Sportkameraden von Wismut Gera, die Hoffnung auf weiteres Boxen in einer ehemaligen Hochburg und die gewisse Anerkennung für einen erlebnisreichen, nicht untypischen Sportlerweg im einstigen und jetzigen Deutschland. Boxer, Trainer, Ehrenbürger.